Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Better Station Specific mit der Master Mod in der US-Kampagne. Danach werden wir mit der japanischen alternativen Geschichte-Kampagne anfangen. Luftangriff auf Indochina ist unsere jetzige Mission. Wir haben den Auftrag, freundliche Bomben zu eskortieren beim Angriff auf japanische Nachschubroutinen. Obwohl die japanischen Besatzer nicht nach ihrer Heimat abgeschnitten sind, werden sie mit aller Entschlossenheit bis zum letzten Mann kämpfen. Wir fliegen daher gezielte Luftangriffe gegen ihre Nachschublager. Um die Effizienz des Angriffs zu erhöhen, müssen wir die See- und landgeschützte Luftflugabwehr des Feindes neutralisieren. Wir haben bereits unsere besten Maschinen für diese Operation und die Abschirmung unserer Bomber abgestellt. Sehr schön. Vernichten Sie die Abwehrstellungen der Insel, beschützen Sie die Flächenbomber. Behalten Sie im Auge, wo der japanische Nachschub gebracht wird. So, wir können die Jäger aufleveln. Ja, zum Mustang. Machen wir hier Mustang raus, das passt. Und fangen an. Setzen Raketen gegen Zerstörer ein. Okay. So. Ja, sehr gut, wenn du das sagst. So, kümmern wir uns erstmal auf die um die Petitboote. So. Also ich wage zu behaupten. So, die leichte Flugabwehr noch. So, da ist irgendwie die Transporterflotte.
Also muss man aufpassen. Mich jetzt doch kurz um die restlichen Frachter kümmern. So, hier haben wir uns noch. Ah, das ist eine leichte Kreuzung. Sogar ein schwerer Kreuzer, laufen sie. Ja, jetzt müssen wir warten, bis die Bomben wieder nachgeladen sind. Ja, da werden Torpedos werden besser. Da reicht eine und der säuft ab. Jetzt wird's aber knapp. Bombe müsste sitzen. Sehr gut. Gebiet geräumt. Ihr habt es gesehen, es hat also nicht immer Vorteile, wenn man das beste Flugzeug nimmt. Mit Raketen wäre umher besser gewesen. So. So. So, ich hoffe. Ja, verflucht.
Die Bombenschächte sind schon auf. Was für ein Zug? So. Na gut, es muss halt so gehen. So. Jetzt probiere ich es doch mit den Einrichtungen, weil das Problem ist, wenn der Zug, wenn man den Zug entkommen lässt, ich meine, da war was von wegen Flugabwehrgeschütz. So. Was ist es machbar? So.
Witz an der ganzen Sache ist. So, hier vorne haben wir jetzt noch zwei. So, müssen wir gucken, wo der Zug abgeblieben ist. Das einzige Ziel, wo wir jetzt noch haben, dann können wir jetzt auch ungestört fliegen. Mit Sturzflug und hoffen, dass wir den gleich erwischen. So, jetzt erwische ich ihn aber. Problem ist, das Ding ist doch sackgeschnell. Sehr gut. Geschafft. So, wir haben es geschafft. In der Schlacht um Okinawa können Sie Flächenbombe einsetzen. Sehr schön. Luftangriff erhalten. Und zwar, wir können jetzt behaupten, die Luft in sie zu haben. Sehr schön. Machen wir jetzt einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Exekutor.